Was ist denn hier los? Hey, Colin, altes Haus, was machst du denn hier? Oh, hallo Kinder, hallo. Ja, hallo, mein Name ist Maja. Ich bin Puppenspielerin aus Hamburg-Bergedorf und ich freue mich, euch heute vorstellen zu dürfen. Nee, das war falsch. Tja, ich vergesse doch nicht meinen Namen. Hä? Würdet ihr euren Namen vergessen? Hä? Nein. Was hast du denn jetzt? Schluck auf. Ein Schwein kommt mit nur. Eine Miene Pizza. Seit 2012 spiele und schreibe ich meine eigenen Geschichten von Colin Clef und seinen Freunden. Ich habe noch kein Frauchen und noch kein Herrchen gefunden, aber dafür habe ich ganz, ganz, ganz viele Freunde. Mittlerweile sind es 8 Geschichten von 30 bis 40 Minuten. Da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie. Dafür dürfen die sich auf eine Art Hocker stellen, dann füttern sie Colin oder reden mit ihm, manchmal streicheln sie ihn und manchmal gibt es auch einen kleinen Kuss. Oder die andere Möglichkeit ist die, ich setze mich mit einer Puppe nach vorne am Schluss und die Kinder können nach vorne kommen, sich von der Puppe verabschieden, Sachen erzählen. Wer bist du? Wie heißt du denn? In der kalten Jahreszeit spielt das Puppentheater drin. In Bürgerhäusern, Kulturhäusern, Kitas. Assi! Das ist ja mal ein anständiger Schnupfen, den du dir da eingefangen hast. Und bei schönem Wetter, also ab Mai bis circa September, spiele ich auch gerne draußen. Juhu! Juhu! Ich springe! Ich springe! Juhu! Wow! Also ich kann aber nicht auf einmal. Mimi, piep, piep, Mimi, Mimi. Was macht mehr Spaß? Aufräumen oder Theater machen? Theater. Theater machen natürlich. Was reimt sich denn auf kurz? Kurz. Kurz. Wenn die Großen was falsch machen, dann dürfen wir Kleine das auch sagen. Hab ich recht? Ja. 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 Ja
sportlich. Ja, ist das gemütlich. Colin macht die Augen zu und alles kommt zur Ruhe. Die Geschichte ist zu Ende. Und wenn es euch gefallen hat, dann klatscht laut in die Hände. Ich mach mit. Prima. Dann los. Na komm, Chantal.